Damit schließe ich die Aussprache und jetzt erbitte ich Ihre Aufmerksamkeit. Ich hatte vorher angekündigt, dass die Fraktion der CDU-CSU eine Unterbrechung der Bundestagssitzung bis 13.30 Uhr nach Abschluss dieses Tagesordnungspunkts beantragt hat. In der bisherigen Praxis des Bundestages ist es üblich gewesen, ich habe mich mit langjährigen Abgeordneten des Bundestags konsultiert, es ist bisher üblich gewesen, dass solchen Anträgen von anderen Fraktionen nicht widersprochen worden bin, sodass sie geschäftsordnungsmäßig eine interfraktionelle Vereinbarung waren. Jetzt hat diesem Wunsch der CDU-CSU-Fraktion die AfD-Fraktion widersprochen. Und damit muss ich über den Wunsch, den Antrag der CDU-CSU-Fraktion, die Sitzung zu unterbrechen, abstimmen lassen. Sind Sie damit einverstanden? Ich würde unmittelbar zur Abstimmung kommen. Dann bitte ich diejenigen, die dem Antrag der CDU-CSU, die Sitzung zu unterbrechen, bis 13.30 Uhr zustimmen, um ihr Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist dieser Antrag der CDU-CSU, die Sitzung bis 13.30 Uhr nach der Abstimmung über diesen Tagesordnungspunkt zu unterbrechen, gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit den Stimmen aller anderen Fraktionen angenommen. Damit kommen wir jetzt zur zweiten Beratung und Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP zu dem umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommen vom 30. Oktober 2016 zwischen Kanada einerseits und der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits. Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 1767 den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP auf Drucksache 958 abzulehnen. Wir stimmen jetzt über den Gesetzentwurf auf Verlangen der Fraktion der FDP namentlich ab. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Sind alle Urnen besetzt? Ja. Meine Enthaltungstür fehlt immer noch. Alle Urnen sind besetzt. Dann eröffne ich die Abstimmung über den Gesetzentwurf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin gebeten worden, darauf hinzuweisen, dass vor der Unterbrechung der Sitzung nach der namentlichen Abstimmung noch über den Tagesordnungspunkt 4b und über den Zusatzpunkt 3
abgestimmt werden wird. Und dann wird die Sitzung unterbrochen. Darf ich mal fragen, ob noch ein Mitglied des Hauses anwesend ist? Das ist ein Gibt es noch jemand, der seine Stimme abgeben will und nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung. Die Schriftführer, ja gut, die Schriftführer können jetzt nicht mit der Auszählung beginnen, denn wir werden ja im Anschluss unterbrechen, aber das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen später bekannt gegeben. Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4b. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten gestern eine Sondersitzung im Ältestenrat, weil die Feststellung der Mehrheit bei Abstimmungen ein bisschen schwierig ist, wenn zu viel Unordnung im Haus ist. Also bitte ich nun alle, jetzt wieder Platz zu nehmen. So, dann kommen wir jetzt zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel für eine faire Handelspolitik und das Freihandelsabkommen TEFTA zwischen der EU und Japan ablehnen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 2729 den Antrag der Fraktion Die Linke auf der Drucksache 2521 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Fraktionen von CDU, CSU, SPD und FDP. Wer stimmt dagegen? Die Linke und die AfD. Wer enthält sich? Fraktion Die Grüne, die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Dann stimmen wir über Zusatzpunkt 3, über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 2696 mit dem Titel Keine Zustimmung in dieser Form, CEFTA fair nachverhandeln ab. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Antrag, soweit ich gesehen habe, mit den Stimmen bei Befürwortung der Fraktion Bündnis 90 Grüne mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD. FDP. Und die Linke hat zugestimmt. Also Grüne und Linke haben zugestimmt, wenn sie es gelegentlich noch zeigen bei der Abstimmung. Und die AfD hat auch zugestimmt. Also Bündnis 90 Die Grünen, AfD, Linke haben zugestimmt, CDU, CSU, SPD und FDP haben dagegen gestimmt. Der Antrag ist damit abgelehnt und damit unterbreche ich die Sitzung.